Willkommen zurück zum lange verschollenen Part unter zum liebsten Together-Projekt gleich hinter Daisy und Saints Row und Together, was war's noch? Aliens und alles weitere, was noch kommen wird und schon kam. Also quasi das meistgehassteste Let's Play. Geil, ne? Das war bestimmt sehr aufschlussreich und konnte bestimmt dem Ganzen auch folgen und ihr, deswegen machen wir einfach los hier und guck mal hier, wo ist denn hier der andere? Andere? Hallo? Hallo, hallo, ich bin auch da. Ich bin auch da. Hört ihr mich? Kennt ihr mich? Bin's. Ich bin's. Ich will jetzt mitspielen. Los, machen wir. Los. Ja, ich will töten. Bestes Spiel der Welt. Und los geht's. Du the Chopper. Und los geht's. Du the Chopper. Gut, ja. MPs töten, haben eine geringe Reichweite. Ducke dich oder geh in die Deckung, um mit dem Präzisionsgewehr besser zielen zu können. So. Dann gehen wir mal los, ne? Ich lach bestimmt auf Anhieb jetzt. Oh, ich bin ja fast schon falsch gelaufen. Vorsicht, da steht einer. Vorsicht, Achtung. Nicht so laut. Psst. Wir müssen das doch authentisch machen. Wie können wir denn hier eigentlich kloppen, Mann? Wir wissen, wie man kloppt. Das ist aber nicht kloppen, du. Ich klopp halt die Kugeln in die Gegner rein, weißt du? Ach so. Ja, das ist natürlich dann. Schieß doch mal links auf den, Mann, der schießt auf mich. Ich sehe den gar nicht, Mann. Aber ich glaube, die sind tot. Da macht deine Augen auf. Geh mal hier rüber, wa? Ne, ich geh mal hier hin. So. Ich spiel dabei hier am Computer rum. Ich spiel ein bisschen Spec Ops. Aber die schießen zurück, Robin. Die schießen zurück. Ja, ja, ja. Alles klar, Robert. Ja, ja, ja. Scheiße. Ist er nur zum ersten Mal passiert, das merken sich die Leute nicht. Ja, geil, Mann. Läuft ja wieder alles wie geschmiert hier. Super. Freut mich. Hab ich die Geschichte schon erzählt, wo ich Schmierseife gegessen habe als kleines Kind? Ja, ne? Schon alt. Wisst nicht? Da stand eine. In unserem alten Haus stand eine. Stand halt so ein Behälter mit orangener Masse rum und ich als 5-Jähriger hab gedacht: Oh, geil. Geil, Honig. Greif voll rein, ne? Greif voll rein mit der Hand. Schmeckt mir das die Scheiße in den Mund. Dann, wie schmeckt denn das, ey? Dann saß ich eine halbe Stunde auf einem Stuhl im Wohnzimmer im ersten Stock und hab zu Gott gebetet, dass ich, lass mich bitte nicht sterben. Bitte lass mich nicht sterben. Hast du auch noch geschluckt, oder was? Natürlich. Ja, schlucken tust du immer, ist ja klar. Ah, der war woher gut. Willst du das wissen, ne? Das sagt er mehr über dich aus als über mich, Mann. So, ich glaube, wir sollten mal weiter vorgehen jetzt, ne? Geil, ich habe jetzt nämlich die 416. Ah, ne, ist die 417. Das Nachfolgemodell. Vielleicht ist es ja auch eine 418. Ich hab die irgendwie anders. Wie kann man denn hier, dass man mal was sieht? So, ich schnapp mir mal die Waffe hier. Schnapp sie dir. Ja. Zeig ihnen, dass du es kannst. Ne, 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 ne. Wecke den Tiger in dir. Die Granaten damit? Die hab ich. Machst du das mal? Die hab ich. Okay. Ich wollte hier noch eine andere Waffe nehmen. Ich nehme hier die P90, glaube ich. Der noch? Warum schießen die denn auf mich? Ich hab denen überhaupt nichts getan, Mann. Wie doof. Jungs, ey. Friendly, friendly. Press F2! Ja. High five! High five! Ich glaube, das Video müssen wir verlinken in unserem Ding. Oh, ich bin down. Oh nee, oder? Oh, du bist da drüben. Kommen Sie rüber! Kommen Sie rüber! Oh, hier kann ich mich nicht stecken. Oh mein Gott! Regenerieren. Guckt euch den Noob an. Bisschen Deckungsfeuer hier, ne? Ja, ja. Guckt ihr hier an. Und los geht's. Jetzt geht's los. Guck, jetzt geht's los. Boah, wie schnell, wie langsam du hier rübergezockt bist. Voll im Zeitlupe-Modus. Steck ich mal was rein in dich, ne? Ja auch. Pass mal auf, ey. Wenn du hier von reinstecken sprichst, ne? Und von schlucken, ne? Dann bin ich aber der immer von versauten Themen spricht, weißt du? So wird mir das halt immer wieder im Hals rumgedreht.
Ja, ich finde das gut. In seinen Let's Plays macht er immer einen auf. Oh hier, ich bin der Längste. Und hier, jetzt machen wir mal hier auf einen auf harmlos und harmloser Weg. Und hier macht er jetzt hier voll die, lässt er voll die perverse Sau raushängen. So wie er eigentlich seine wahre Natur ist. Ihr kennt den gar nicht. Ich muss eigentlich nochmal darüber die Granaten holen. Geh mal nicht so weit vor, bitte. Ich habe keine Munition mehr. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Hallo. Mach mal Platz hier. Okay. Ich mach Platz. Oh nein. Oh nein! Wo krieg ich denn jetzt Munition her, verdammt? Nee! Oh, hier ist eine Scar. Ich hab mir sagen lassen, das ist eine gute Waffe. Zumindest ein Battlefield hier. Oh, das reicht nicht! Ich hab keine Munition mehr, ich kann mich nicht wehren. Nicht immer eine Pistole. Na dann, nur zwei Waffen. Hier. Liegt doch überall Zeug rum, Mensch. Jetzt streng dich doch mal an. Oh, fuck. Oh, wo rennt der hin, Mann? Alter. Ah, hier ist eine neue Waffe. Komm, nehmen wir die mit. So. Muss mal wieder meine hier Kopfschuss-Skills auspacken. Okay. So, da geht's nämlich wieder ab hier. Haben wir eigentlich oben, hast du den Computer schon benutzt da, dieses Terminal? Das kann ich dir gar nicht sagen. Steht dort, ne? 1 von 6. Wenn du guckst rechts oben, da ist so eine fette Bildschirmanzeige. Ja, aber du bist ja nicht. Da hast du ja eine deiner großen Schwächen in deinem Gameplay. Liegt nämlich daran, dass du auf Bildschirmanzeige nicht achtest. Das ist die Realität. Oh, jetzt kann ich hier nicht schießen. Jetzt schieß doch mal! LOL! Aua! Ich hier gerade nichts gebacken krieg. Okay. Sniper lebt immer noch. Hab ihn 6-mal im Kopf geschossen, aber lebt immer noch. Ja. Wenn ich mein Camping kämpfe. Ich hab ihn aber direkt mal im Kopf geschossen. So, Sigma schießt mir in den Kopf, hast du gesehen? So, jetzt ist er aber am Arsch. So, jetzt können wir hier die P90 mitnehmen. Beeilen Sie sich jetzt mal hier. Bin schon hier vorne. Naja. Und ich töte nur die ganzen Gegner, die sie sonst getötet hätten. Immer muss ich hier auf die Mädchen warten. Das ist unglaublich. Echt unglaublich. Okay, Dicker kommt rechts rum. Rechts rum vom Schiff. Was? Das Schiff in der Wüste? Das ist ja lächerlich. Da ist er! Da ist er! Oh mein Gott. Lol, ey. Granate hat ihm überhaupt nichts getan. Ich muss nachladen, ich lade nach. Warte, gleich. Ja, warte. Okay, ich komm schon. Super Granate. Oh, guck mal, der hustet sogar. Super Sache. Scheiße, ich sterbe. Oh nein, ich hab Sand geschluckt. Ach, so was Blödes jetzt. Scheiße, hier voll mit Kugeln durchsiebt. Und dann. Oh, jetzt auch noch husten. Hätte mal Vic Hustenbonbons mitgenommen, wa? Okay, ich bin jetzt hier rechts vom Schiff an der Wand. Ich gehe jetzt gleich rein, ne? Mach mal, da geht's voll ab, hab ich gehört. Der hat gar keinen Kopf mehr, Alter. Der hat keinen Kopf mehr. Bertie, der hat keinen Kopf mehr. Ich krieg Panik. Überall Kopflose. Das ist wie statt, ich sehe tote Menschen. Ich sehe kopflose Menschen. Okay, ich glaube, hier drin ist ruhig. Jetzt gehen wir mal hier rein, ne? Und jetzt drücke ich hier schnell die Taste. So. Ich habe keine Munition mehr. Wie kann ich ihn kloppen? Ich will wissen, wie ich kloppe. Scheiße. So. Hier liegt doch was. Hier liegt doch eine Knarre. Nimm doch die. Die ist aber scheiße hier. Wie kloppe ich denn? Weißt du, wie man kloppt? Also bei mir ist es F. Ja, bei mir macht er bei F nichts. Ach so, auf Leertaste. Der kloppt ja auch auf Leertaste. Ich kann es vergessen. Das sind ja hier 5x1000-fach belegt. Oh, da liegt eine Sniper. Willst du die haben? Meine Sniper! Bist du da jetzt runtergesprungen? Nö. Doch, nee. Nö, doch, nee. Hä? Ist hier gerade ein Gegner oben gewesen, der hier runtergesprungen ist? Nee, doch, nee. Doch? Nee. Doch?
So, jetzt habe ich eine Sniper, pass mal auf jetzt. Pass mal auf jetzt hier. Hat der sich die Muni geklaut? Hier hat ja gerade zwei frische Waffen aufgesammelt und holt sich noch das Muni-Paket. Ich brauche ja auch die Munition für die Waffe, Mann. Ja. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde, heißt es, ne? Ja. Man könnte auch sagen, nach, bei obwohl ich noch Feinden brauchen wir keine Freunde. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich gehe jetzt da runter. Geh mal runter. Warte. Achtung! Deckung! Achtung, das ist auch Muni. So, ich hab sie. So. Lol, Alter. Blind um die Ecke schießen bringt wieder gar nichts. Ja. Nicht sterben, ne? Ich bin unten. Ja, nicht sterben, ne? Ich bin oben. Ich geb alles. Du tust alles für die Mission, meinst du? Ja. Ah, geh schon ab mit der Sniper. Boah, man kann aber was hier, die umlaufen mich. Mit deiner Sniper, ey. Geh mal rechts rum, da steht ein MG, vielleicht erwische ich das. Genau, du musst es in G machen, Mann. Da kommt einer zu dir, ne? Der klopft dich gleich. MG down. Bin jetzt selbst am MG. Lol, wie hast du das gemacht? Cheater. Ah. Ist er wieder am Cheaten. Hab's halt drauf, ne? Hat er sich durch die Wand geklitscht wieder. Lol, jetzt hab ich auch einen Kopf weggeschossen. Lol, hat er einen Kopf weggeschossen. Alter, Lol. Hier ist ein Messertypi! Lol! Lol! Der ist wieder runtergesprungen. Der hat mir eine gekloppt und ist wieder dann runtergesprungen. Guck mal, es läuft dann nochmal den Weg. Das ist ein Doofkopf, ey. Jetzt kann er kommen, jetzt weiß ich ja, dass er kommt. Oh, wer beschießt mich denn hier? Oh. Alter, der bekloppt oder was? Boah. Hier, John Rambo. Ah, ne, der sieht ja der End mehr dem Krauser aus, hier, Final Fantasy 7, wollte ich nur sagen. Aus Resident Evil 4. Ja, fast dasselbe. Ist ja fast dasselbe Spiel. Was machst du da vorne? Oh, sterben. Scheiße. Das ist nicht so geil jetzt. Geh außen rum, nicht durch die Mitte, geh außen rum. Ich geh außen rum, genau, pass auf. Genau. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wie ich hier außen rum gehe, guck mal. Oh, geil, oder? Jetzt renne ich hier an dir vorbei. Wo ist er? Du weißt es sowieso, wo ist er? Nicht nach unten geguckt. Ich nehme mal hier das MG, ja, du hast es ja hier stehen lassen. Ey. Oh. Wenn die mich hier treffen, hey. Das ist ja unglaublich. Ho. Ich glaube, das werden schon weniger. Oh, jetzt hab ich die Waffe genommen. Alter, hör auf! Oh, hier ist Munition. Hast du noch Munition? Nee, oder? Ja, eigentlich schon. Oh, ich wollte gar nicht die Desert Eagle hier. Die ist cool, nimm die mal. Ich hab mit der Sniper halt null mehr. Null. Oh, jetzt hab ich die. Oh. Oh, ist das behindert hier. Hab ich immer Mann. Noch null. Das merke ich mir. Oh, fuck. Au. Oh. Wenn wir jetzt failen hier, ne? So kurz vor Ende. Holst du mich bitte? Ja, ich will halt mal Gegner töten hier. Warum ist meine P90 schon wieder leer? Ich hab doch da gerade Muni aufgesammelt, ey. Das ist doch alles hier. Das ist doch irgendwie. So, hier kriegst du noch eine Spritze. Ja, mal Lappen. Von wegen hier. Ich geh mal runter, stirb nicht! Stirb nicht, ich bin unten, ne? Stirb nicht! Ja, ich würde mal sagen, ich hab hier unten geklärt, ne? Dass du überhaupt nachziehen konntest. Das wäre so geil, wenn man am Ende mal sieht, wer wie viele Gegner getötet hat. Das wäre so lustig für mich. Oh, hier ist noch eine neue Sniper, ein M99, falls du willst. Aua, oh, hier ist Raketenwerfer, Beschuss. Ansonsten nehme ich die, wenn du sie nicht nimmst. Alter! Ja, Mann. Jetzt mach doch mal! Mach! Aua! Bin down! Den Sniper oben habe ich aber gekillt. Ey, wo die immer hinrennen, wenn man sprintet? Wo liegst du denn? Oben. Du bist gerade quasi weggelaufen von mir. Okay. Schade. Okay.
jetzt aber vor hier. Willst du die Sniper hier holen jetzt oder nicht? Nein! Dann nehme ich die. Mann! Knobelt der Typ, ey. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Was ein Arsch! Er hat doch genau gesehen, dass ich da am Laptop bin, ey. Schießt er mir voll in die Fresse. Frechheit. Ja, unglaublich. Das Ausnutzen der Spielmechaniken hier, also, das ist unglaublich. Wir haben noch hinten ein Ding noch nicht ausgelöst, ne? Hinter uns. Hin- oh. Und dann muss da mal einer hin, ne? Echt? Wie bist du denn darauf gekommen? Ist denn der Komplettlösung heimlich wieder nachgeguckt, wa? Wie immer. Ich werfe mir mal hier die Muni. Ich hoffe, ich schaffe das ohne zu sterben. Bitte, 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 bitte. Alter, wo rennt der hin? Wo ist denn der, Alter? So, ich gehe jetzt hinter und mach das Terminal. Jo, mach mal. Sterben. Nicht sterben, ja, ich gehe hinter, nicht sterben. Versuch die hier alle aufzuhalten. Ach, da. Oh, hier, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Warum ist die Waffe eigentlich schon wieder leer? Ich hab doch gerade einen Muni aufgesammelt, ey. Das ist doch hier. Ah, hier ist auch schon wieder Munition. Geil. Ganz merkwürdig. So, soll ich nochmal die Sniper ausprobieren? So. Oh, cool. Oh, Schwitz. Hä, hey, kann gar nicht sein, kann gar nicht sein. Das war eigentlich war es noch rotes Symbol. Oh, fuck, ey. Immer ich! Ich sehe hier schon wieder einen Sniperstrahl, so einen roten Sniperstrahl. Ich sehe keinen Sniper. Ich weiß nicht, wo er ist, Mann! Oh oh, oh oh! Lol, wie der jetzt geflogen ist. Bananenschale meinst du? Jo. Warst du das? Ja. Ja. Hört sich aber mächtig an, deine Knarre, ja. Ah, ist er auch. Ungefähr so wie die eine Sniper, die wir mal in DayZ hatten. Die AS-50 oder was das war. Geh hier links durchs Schiffswrack, ja. Geh mal durchs Schiffswrack, aber nicht sterben. Oh, ich glaube, ich habe den Sniper gesehen. Oh, hab ich getroffen, ja. Jo, jo. So, ich komme. Ich komme! Oh, ein Messer. Oh, lol. Was? Ich dachte, nee. Ich dachte für einen Moment, das wärst du. Oh, nee. Okay, ist down. Ich dachte jetzt hier, Moment. Sehe ich aus wie so ein scheiß Harakiri-Typ oder was? Ja, ich habe nur die Glatze gesehen, Mann. Ja! Ja, stimmt. Stimmt, die Ähnlichkeit ist frappierend. Jetzt, wo du sagst, Mann. Tut mir leid, dass ich an deinem Urteilsvermögen gezweifelt habe. Oh, ein Dicker kommt. Boah, wie lange der nachlädt. Okay, der ist tot. Tot ist er. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. First try, wie immer. Wir werden am Schluss bestimmt die Outtakes noch anhängen. Was fehlgeschlagen ist. Ja, ich glaube, hier sind die letzten zwei, ja, ne? Ja, sieht stark noch aus. Ich mach den linken. Dann mache ich den rechten. Den rechten! Ja, und nun? Lol, das war's echt, oder was? Das merke ich mir. Was denn? Hast du einen Unfall gehabt? Das feindliche Kommunikationssystem würde vollständig deaktiviert. Mission erfüllt! Erfüllt! Jetzt kommt hier Credits, pass auf, Credits! Oh. Ja, das hat sich doch gelohnt, mal durchzuspielen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn! Wahnsinn, oder? Geil. Das stellt geil. Selbst Final Fantasy 7 und Bioshock in den Schatten. Also, muss nicht ich jetzt nur mal sagen. Das! Half-Life ja, stellt in den Schatten und alles, was bisher da gewesen ist. Naja, Half-Life hat ja kein Ende. Ne? Eben. Gabe? Ja, Gabe? Ich weiß ganz genau, dass du zuschaust. Wir wollen alle Half-Life 3. Heißt der nicht Neville? Gabe Neville? Neville.
Gabe-Neville. Oder Gabe-Neville. Gabe-Neville. Gabe-Neville? Ja. Ah, es ist, glaube ich, nicht mehr lustig. Bitte mal vortreten. Nee, es ist nicht lustig. Ist nicht ja, lustig. Okay. Ja, dass unseren ersten Aufnahmeversuch, der ja fehlgeschlagen ist, durch meine Asynchronität zwischen Audio und Video, weil ich so einen Hänger hatte. So, ich hatte einen Hänger, ne? Einen Hänger. Asozial, oder was? Hast du gerade asozial gesagt? Ich geb dir gleich. Ich würde nie solche Wörter in den Mund nehmen. Aber du hast einen Moment überlegt, ne? Du hast einen Moment überlegt. Nee. Ich hab bloß überlegt, ob irgendwas bei dir krumm läuft im Kopf. Ach so, ja, scheiße. Und hab mich dann drüber gewundert, warum ich überhaupt so lange überlege, ob das so ist. So, was soll ich sagen? Auf jeden Fall ging unser erster Part, den wir ja eigentlich schon fertig hatten, also den ersten letzten Part, ne? Den ersten letzten, der ging ja 40 Minuten, wenn wir da so ewig lang gefehlt haben. Und jetzt machen wir es im First Try. First Try hier. Aber seid euch sicher, ich werde bestimmt ein paar Outtakes ranhängen, was schon wieder schiefgelaufen ist bei der Aufnahme dieses Parts. Ja, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir das jetzt endlich hinter uns haben hier. Weil es im Koop nicht so geil ist, wie man vielleicht vermuten möchte. Also ich finde die Steuerung viel zu schwammig von dem Spiel. Das hat mir nicht so gefallen. Ja, Story und Singleplayer ist ja soweit alles in Ordnung, aber das, weiß ich nicht, die technische Umsetzung sieht schick aus, aber es fühlt sich halt überhaupt nicht schön an. Ja, das ist halt das ganz, ganz große Manko. Das ist ungefähr so, könnt ihr ungefähr so vergleichen, als würdet ihr ein Jump'n'Run spielen und ihr drückt auf eine Taste zum Springen und es dauert eine Sekunde, bis der springt. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen bei dem Spiel. Das ist halt ja, das tödlich. Ist so wie früher. Super Mario Brothers, ne, war obergeil und das allererste Giana Sisters, das war halt auch sehr schwammig. Ne? Falls man sich daran erinnert. Hast du das Ur-Giana Sisters gespielt? Ja, natürlich hast du das gespielt. Natürlich habe ich das gespielt. Bei meinem Cousin. War ja auch eine andere Welt, was das Spruch bei meinem Cousin auf einem. Nee, war das bei meinem Cousin? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ach doch, auf meinem Cousin, seinem Amiga habe ich das gespielt. Auf dem Amiga? Ja, stimmt, mit dem Joystick habe ich das mal auf dem C64 gespielt. Das gab's ja erst auf dem C64 und dann, glaube ich, später gab es noch eine Umsetzung auf dem Amiga. Ich glaube, ich habe das auf dem Amiga gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Auch mit so einem Joystick? Natürlich, wir hatten, glaube ich, 10 oder 20 Stück von den Dingern. Die waren ja alle nach einer Zeit hier von diesen ganzen Olympiaspielen ausgeleiert, weißt du? Oh Gott. Die Winter Games und Summer oder du Games, hast halt ja. du hast halt die Joysticks einmal auf den Boden geschmissen vor Wut und davon ist der halt dann kaputt gegangen. Da hast du ja Joysticks hinterher geschmissen bekommen in den Läden für 5 Euro, weißt du, so durchsichtige, boah, ein durchsichtiger und die haben noch weniger ausgehalten. Aber ja, die in dem sind Sinne, ja auch durchsichtig. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dich hier mit mir durchgequält hast. Ich habe, wie gesagt, eine Story hier nochmal erwartet, weil ich das irgendwie mal gemeint meine gelesen zu haben, aber es ist leider nicht so. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt hinter uns haben und wir können uns wieder Neuem und vor allem Besserem widmen, ja. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, falls jetzt doch jemand auf meinem Kanal hier auf das Video gestoßen ist, ihr findet das Hauptspiel nochmal bei Verity auf dem Kanal. Wen das interessiert, der kann da natürlich mal reinschauen. Und zum Zuschauen lohnt sich das schon. Die Story ist ja ganz spannend, wenn man da nicht selber Hand anlegen muss, ist das sicherlich mal ein Blick wert, ne? Machen wir nochmal ein bisschen Werbung für dich hier. Du machst hier immer so zweideutige Äußerungen, Hand anlegen und immer solche versauten Sachen. Das nee, doch gar nicht. Du schiebst es jetzt wieder in die Ecke. Ja, ja, ich ach, komm schon. Unschuldig du gesagt. Schluckst doch ja? Eh alles. Das ist und was hat er vor uns? Der Gesellschaftskritik, okay? Was hat er vor uns, was hat er vor uns gesagt hier? Erst hat er gesagt, ich schlucke alles. Und was war das andere, was er noch gesagt hat? Oh, ich sag's nochmal, hopp, feige Wurst. Jetzt traust du dich nicht mehr. Was hast du ja, noch von dir gegeben? Ich hab dir die Spritze reingesteckt und du hast da. Ach so, wieder, genau hier. So. Lass mich dir mal was reinstecken. Ich steck dir mal was rein. Ja, du ziehst es wieder in die Ferkelecke. Du bist es doch schon wieder hier, ja? Nur weil ich sage reinstecken, ja? Kann man hier nicht mal mehr in reinstecken, die, sagen. In die Ferkelecke, sagt er, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Ey. Ja, also ich weiß nicht. Was ist denn ein Ferkel? Ey. Jetzt rubbel nicht so viel rum, ne? Jetzt lass uns mal zum Schluss kommen, ne? Da hier wieder, lass uns mal zum Schluss kommen. Unglaublich, unglaublich.
Der war nicht schlecht, oder? Meinst du, zum gemeinsamen Schluss oder was? Oh nee, das ist doch, Jetzt sollten wir langsam die Kurve kriegen. Die Kurve, wir haben schon fünf Ausfahrten verpasst, Mann. Das ist jetzt der Highway to Hell, ey. Okay, ja. Ja, dann auch nochmal an meine Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haben ja versucht, da trotzdem ein bisschen Witz und Humor mit reinzubringen, zumindest im voranschreitenden Stadium dieses Let's Plays. Und, ich glaube, der letzte Part hat alle anderen vorigen wieder wettgemacht. Ja, aber so weit kommen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Ja, stimmt. Oh Gott, ist das scheiße weg. Weg die Scheiße. Ich sollte mal direkt vom ersten Part hier, ersten 5 Sekunden einblenden. Hier geht's zum guten Part. Naja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal together mit dem guten alten Langster. Und dann bin ich jetzt weg. Du darfst hier nochmal. Ich bin alt oder was? Ich Maxe, sag nochmal Tschüss. Bye bye, euer. Das ist unglaublich. Sag doch jetzt nochmal Bye bye, euer komisches Langster-Ding, was du immer da von dir gibst, da am Ende von deinen komischen Videos. Also, was ist denn jetzt los hier mit dir? Ich verstehe das gar nicht, warum du jetzt so gemein zu mir bist. Also wirklich. Du hast mich hier voll in so eine. Du hast mich hier in so eine Ecke reinzudrängen, versucht, dass ich hier ein Schwuli bin, der alles schluckt und sich alles reinstecken lässt. Okay. Bye bye, euer Langster. Bis dann, bye bye und tschüss. Euer Langster. Euer Verity. Ich hab's letzte Wort, Langster. Verity. Jetzt wird's aber lächerlich, glaube ich. Also das ist, glaube ich, nicht mehr lustig. Verity. Und da sind wir wieder im lange verschollenen Part von Together Spec Ops The Line, dem vermutlich beliebtesten Together-Projekt direkt hinter Arma, Aliens, Colonial Marines, und alles andere, was noch kommen wird oder schon kam. Und ja, ne, da ist er auch wieder. Willkommen, Langster. Hallo. Hallo. Ich bin auch da, hallo. Weißt du, was ich dir zu sagen habe zur Begrüßung? F4. Ich will's gar nicht. Oh, boah, Kacke. Boah, Kacke, Mann. Boah, Kacke. Hab ich doch richtig angekündigt, oder? Unser liebstes Together-Projekt hinter, Aliens und allem anderen. Also quasi, ist es das am meisten gehasstete. Joa, so könnte man es stehen lassen. Deswegen machen wir das jetzt mal hier zu Ende. Ne? Wir wandern jetzt mal los. Ich schicke dich sozusagen in die Wüste, ne? Indem ich auf Bereich klicke. Ja, der war jetzt nicht schlecht. Der war super, Mann. Da freuen wir uns alle. Da musst du jetzt hier von Vera am Mittag so Applaus einblenden, wie damals bei dem DayZ-Video da. Weißt du? Du bist ja lustig, Mann. Ja, der war nicht schlecht. Ja. Und vor allen Dingen, nee. Nee. Um ständig zu sprinten, musst du die entsprechende Taste Munition nicht ist andauernd in Dubai ein knappes halten. Gut. Schieße mit Bedacht. Ich will diesmal, dass du nicht von Snipern stirbst, ja? Lol. Wie war denn das hier? Oh Gott, wie schnell die Maus hier schon wieder ist. Meine Fresse. Oh, ich wollte eigentlich nicht überspringen. Nö. Oh, jetzt schießen die schon los. Ich dachte, die gehen in automatischen Deckung. Gehen da nicht mehr automatischen Deckung? Wie geht das? Oh nein, ich bin schon. Oh! Du Pfeife. Lol, du auch. Mission gescheitert. Wie ging das? Q? War das Q oder Leertaste? Ne, Leertaste war das, oder? Ich finde, aber es war knapp, oder? Wir hätten es fast geschafft. Okay. Nee, die gehen automatisch in Deckung eigentlich. Nee, ich weiß. Doch, ich glaube schon. Oh, hat er bei mir nicht gemacht. Aber dann irgendwie Fail bei dir, ne? Ich glaube, es war Leertaste, ne? Ja. Pass auf. Gleich. Ja, zeig mal, wie es geht. Hau jetzt, pass auf. Da, siehst du?
wie ich da dran hocke. Ja, guck mal, du stehst da. Oh, was ist denn schon da los? Also ich finde ja nicht, dass sie in Deckung sind. Bei mir steht nämlich hier Einblendung, Leertaste, springen. Ich will es nicht springen. Oh. Du Pfeife. Naja, dafür dafür machen wir es jetzt. Scheiße. Dafür, oh Mann. Dafür machen wir es jetzt im First Try, ja. Ich habe jetzt einen Plan, pass auf, jetzt habe ich einen Plan. Der Masterplan hier, der Masterplan. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt geht's ab, okay, Mann. Jetzt geht's ab. Jetzt machen wir es richtig. Okay. Wie ist denn der Plan? Erzähl, ich will auch Plan wissen. Der Plan ist, Achtung, guck, das ist der Plan. Achtung, Achtung, Achtung. Und bam und bam und bam. Wie kloppe ich den? Und bam. Wie kloppe ich den? Ich weiß nicht, wie ich kloppe, und Mann. Bam. Ich weiß nicht, wie ich kloppe, und Mann. Bam. Oh. Du stehst doch ständig im Weg, Mann. Bist du das? Nee. Hä? Wieso denn alle? Wieso war ich. Hä? Ich war gar nicht tot. War ich jetzt tot? Ja, wenn du in Knie gegangen bist, dann schon, ne? Ich dachte, ich war in Deckung und nicht tot. In Deckung? Von was denn, Mann? Wir standen im offenen Gelände in Deckung. Ich war in Deckung. Ja. Stand da hinter so einem Fass, Mann. Ja. Hinter einem roten zufällig. Machst du jetzt ein Fass auf oder was? Oh, ja, heute ich kommen gleich, sie aber, oder? Mach ja jetzt, jetzt mach ich aber hier mal gleich ein Fass auf. Raus. Du hast das Fass gleich zum Überlaufen gebracht. Okay, irgendwie, wie geht denn hier kloppen? Ich weiß nicht mehr, wie bei kloppen mir ist geht. Es, bei mir ist es... Nee, ich geht nicht, Mann. Bam und bam. Jetzt lieber Deckung. Oh, scheiße. Ey. Wie klopp ich denn hier? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, wie kloppen geht. Hä? Ich glaube, meine Maus ist schon wieder verstellt. Ich glaube, die ganze Steuerung ist verstellt. Ich sag's dir. Ich komme! Ich rette dich! Ich rette dich! Wie rette ich denn dich? Achso, hier. Hier, kriegst du eine Spritze. Geil. Und weiter geht's. Oh. Und weiter geht's. Ah, da, 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 da. So. Ja, okay. Mann! So, wir gehen jetzt kloppen. Der Plan war super, oder? War geil, ja. Oh, kacke, vielleicht hätte ich auch 50 Frames aufnehmen sollen. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal hier Aufnahme neu machen. Nee, müssen wir nicht. Doch, ich glaube, weil... Nee? Doch, doch, weil meine Grafikkarte läuft in 2D-Modus und ich habe nämlich hier 16 Frames. Das ist nicht geil, Mann. Wenn wir das nächste Mal sterben, müssen wir mal die Aufnahme neu machen. Natürlich echt scheiße, eigentlich müssen wir mal sterben, wäre geil jetzt zu sterben. Wäre das geil oder was? Das wäre so geil, Mann. So, oh, haben wir irgendwo noch Granaten, die will ich jetzt mitnehmen. Ich will die Granaten. Ich will meine VV16, meine 416 war das, glaube ich, ne? Die geile Waffe, die haben. Oh, das hat Eagle, die nehme ich natürlich. Ey, komm mal her, guck mal, was ist denn das? Komm mal her, was ist denn das hier? Ja, 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 ich weiß. Komm mal her, guck mal. Guck mal, ja, 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 was ist denn das? Ja, 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 ja. Was ist denn das? Ich weiß es doch. Oh. Ja, was ist denn das? Hä, was ist denn das? Hast du C4 geschmissen oder was? Wer bist denn du? Ja, du bist ein Schuft, ey. Ich will uns hier beide töten und du haust ab. Ja, jetzt hast du dir so gedacht, wa? Hast du dir so gedacht? Jetzt stehen wir wieder am Anfang. Ganz toll. Ganz toll hast du das gemacht. Wir müssen mal sterben. Sterben wäre schön, ne? Aber ich lass mich nicht töten. Hm? Alter, ich geb dir gleich. Ja, jetzt habe ich jetzt zwei Granaten wegen dir geopfert, Mann. Geopfert? Die hätte ich auch jemand anderes in den Arsch stecken können. So, was hast du jetzt davon, hä? Große Fresse, nix dahinter, Mann. Zockt er da und betet zu Allah. Oh, Alter, oh, scheiße. Na, Gott sei Dank. Können wir wenigstens die Aufnahme neu machen. Gott sei fucking Dank. Willkommen zurück zu dem lang verschollenen Ende von Spec Ops The Line im Koop. Und obwohl hier unten unter dem Match Starten Button zwar hier Freunde einladen stand, habe ich dann doch den Längster eingeladen. Ja, willkommen. Das ist jetzt also deine Einleitung, ja? So hast du dir das jetzt vorgestellt, ja? Findest du das cool? Ist das... das lustig vielleicht? Lachen da deine Zuschauer drüber? Ja? Ah, weißt du, was der Unterschied zwischen deinen und meinen Zuschauern ist? Meine haben Humor. Oh, jetzt
Jetzt begibst du dich aber auf Glatteis hier. Also da wäre ich jetzt vorsichtig. Ne? Ich habe Schlittschuh also, an, Mann, das macht mir gar nichts so Glatteis. Da wäre ich, wär ich jetzt vorsichtig. Also von dieser Aussage möchte ich mich weit distanzieren. Ja, ist ja auch meine Aussage. Mit solchen Inhalten habe ich nichts zu tun. Ja? Wahrscheinlich werde ich das sogar rauspiepsen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber... Ja, wahrscheinlich nicht, weil du zu faul bist. Ja, dann nicht Freund, dann lass uns mal starten. Ja. Ah. Ich noch mehr Feinde einladen muss. Du Arsch. Machst du mal los hier? Mensch. F4, sage ich nur. F4. Achte auf das Fadenkreuz von Waffen mit kurzer Reichweite. Ein dunkles Rot bedeutet vollen Schaden. Helles Rot bedeutet verbindeten Schaden. Und tippe dann doppelt Sprint an. Was hast du gesagt? So. So. Boah, meine Maus ist ja... Alter Schwede. Ja, meine erst. Alter Schwede. Ey, das gibt's doch nicht. Warum ist das so? Das gibt's doch nicht. Alter Schwede, so kann man doch nicht zielen. Na. Jetzt ist Horst wieder da. Können wir direkt die Einladung neu machen. Hat er nämlich gerade Standbild. Da ist wieder Soundverzögerung drin. Nein! Nein! Lol, wenn man sterben will, stirbt man nicht. Guck.